Wahre Göttlichkeit lebt auch mit Körper, dass dies ein Zeichen der neuen Zeit ist und dass eine Umprogrammierung stattfindet und dass es sich bitte entspannen möge. Und dass es vertrauen möge der Göttlichkeit, die es durchflutet. Und nun bedankt euch bei dem Wesen im Tempel von Mu, das euch begleitet hat. Dieses Wesen ist mit euch verbunden immer. Unterstützt euch. Und hat heute in besonderer Weise mit euren Zellen gearbeitet. Sodass Erinnerung und Neuprogrammierung in euch stattfindet. Und ihr könnt immer wieder zurückkehren in den Tempel von Mu nach Atlantis, dass ihr als wahre göttliche Wesen in euren Herzen trägt und euch verbinden immer, wenn es für euch wichtig ist, mit eurer wahren Göttlichkeit. Und nun seid euch bitte bewusst, dass ihr wahre göttliche Wesen seid, die immer diese Göttlichkeit leben dürfen, leben können. Nicht nur im Tempel von Mu, jeden Tag
zu jeder Zeit, immer seid ihr verbunden mit eurer Göttlichkeit, seid ihr eins mit eurer Ich Bin-Präsenz. Und nun kommt mit einem tiefen Atemzug zurück in diesen heiligen Raum. Und spürt euch als wahre göttliche Wesen. Spürt eure Vollkommenheit in euch fließen. Spürt die Ruhe, spürt den Frieden in euch fließen. Spürt euch nun sitzen hier in diesem Raum, spürt eure Füße am Boden und atmet. Vollkommene Liebe fließt in euch. Vollkommenheit fließt um euch. Dieses ist Melchisedek aus den lichten Gefilden, der euch segnet in Liebe und im Licht des Alleinen. Gesegnet seid ihr, geliebte Wesen des Lichtes der Liebe, die ihr seid.